Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4. Und wenn man lange genug wartet, kommen Geisterfratzen. Ist ja fast so wie im ersten Teil, da kamen allerdings, ich glaube, blutige Handabdrücke. Und natürlich verliert man da die Connection zur Wiimote. Macht aber nichts. Weil jetzt. Machen wir weiter, irgendwie stimmt der Sound gerade nicht so. Gut, wir sind jetzt hier mit, geil, wie ist das werte Fräulein nochmal, Ruka, genau, Ruka. Ja, jetzt spielen wir Ruka, wir haben keine Kamera. Kacke. Boah, habe ich mich verschrocken, genau. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe jetzt nicht mal genau das Bild gesehen, weil ich verschreckt die Augen geschlossen hatte. Toll, was waren das jetzt? Ich glaube, das waren ein paar Mädchen. Just now. Und jetzt? Dieses Bild in meinem Kopf. Dieser Ort. Ich erinnere mich faintly. Ja, ich erinnere mich nicht so gut daran. Bild gerade. Es geht schon los, der zweite Part und die schon zeigt das Spiel mir, Wolf, du bist hier sowas von am Arsch. Ja, und ich komme hier nicht rein. Wo geht's denn da lang? Zu Kunihiko Asso Museum. Achso, und ich habe den Schlüssel nicht. Den Schlüssel hat jetzt Ach so, Schlüssel hat jetzt, wie hieß das andere Mädel nochmal? Madoka? Genau, weil es gibt, es Speicherpunkt. Speicherpunkt, das wird angezeigt, geil. Ja, es gibt ja Madoka, die wir im ersten Part gespielt haben, die Misaki gesucht hat und hier jetzt Ruka. Das sind, glaube ich, so die drei Hauptfiguren. Die anderen beiden Mädels... Oder Kinder, ich weiß nicht, ob es wirklich Mädchen waren, aber die anderen beiden Kinder sind leider verstorben, haben wir festgestellt im letzten Part. Speichern, ja, auf jeden Fall. Panisch, aha. Ja gut, dann. Definitiv. Ja. Ja, raus hier. Ruka, Mika, was? Wie hieß der jetzt? Mikazaki? Nee. Moment. Wie heißt du? Ruka Minazuki. Minazuki, okay. Nein, das ist... Ich fühle mich hier so fehl am Platz. Warum mache ich das überhaupt? Das ist so unheimlich hier. Waren gerade. Die Tür ist verschlossen. Waren gerade deine Beine dünkler? Trägst du Strapsen oder eine Strumpfhose? Ich glaube, du trägst eine Strumpfhose. Aber irgendwie gefällt mir Rukas Kleid. Vor allem ihr ganzes Outfit gefällt mir. Warum kann ich dich nicht von vorne sehen? Naja. Geh da vorbei, danke. Was ist das? Vierblättriges Kleeblatt. Mit einem Kleeblatt mehr. Also fünfblättrig. Ist auch verschlossen. Die wollen wirklich, dass ich hochgehe, oder wie? Sie sieht schon, ich werde schreien und mich erschrecken und... Zurück kann ich nicht, nicht wahr? Mach doch die Tür auf! Ich will hier raus! Ich kann mir in die Schulter gucken. Naja. Gut. Höchstwahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, außer da hochzugehen. Was ich nicht will, aber ich muss es. Irgendein böser Geist kommt, irgendwas Ober-Evil-es. Das sehe ich auch jetzt schon. Zweiter Part und ich mache mir schon den Cent, ja. Das kann ja schön werden für das Rest des Let's Plays.
How was uns der Saal? Divided by. Ja, die Eingangshalle und die Treppen sind von einem Tor abgetrennt. Getrennt. Da steht eine Notiz am Tor. Atokas Memo. Suchen wir mal den Notebook. Notebook Scrub. Ja, da steht was auf dem Notizzettel. Sieht wie Madokas Handschrift aus. Seins der Silhouette of. Seit der Silhouette von. Was? Moment. Seins der Silhouette of Ugetsu Island became visible. Ja, das bin. Anjin. Seitdem die Silhouetten von. Ugetsu. Von der Ugetsu-Insel. Sichtbar geworden sind, rast mein Herz, glaube ich. Also, wie gesagt, mein Englisch ist schlecht. Sorry. I don't remember anything about when I was on the island. But I feel like was? Suffocating. Kenne ich nicht. Ja, ich. Ja, ich erinnere mich an nichts an dem, was hier auf der Insel passiert, auf dem, was auf der Insel passiert ist. Es fühlt sich so, weiß ich nicht, verschwommen an. Genau wie Misaki sagte. Irgendwas muss hier auf der Insel sein. Misaki suddenly said she was going to Let's Island and because of us, Lord. Ja. Misaki sagte, sie möchte sich auf den Weg zur Rugetsu-Insel machen. Und ich habe mir Sorgen um sie gemacht, deswegen kam ich mit ihr. Ich befürchte, Misaki wurde hereingelegt und wurde so auf die Insel gelockt. Sie würde mir niemals die Gründe sagen, warum sie zurückgehen würde. Warum sie zurückkam. Bald kamen wir näher an die Insel heran. Misaki was staring at it coldly. Starren? Misaki starrte mit einem kalten Blick darauf, oder? Wenn ich meine Augen von ihr lasse, dann werde ich schnell separated. Das weiß ich leider nicht. Und dann Marie und Tomoe. Wenn ich nicht bei Misaki wäre, dann wäre ich. Nee, was wäre dann? Also, das Tor ist verschlossen. Der Schlüssel wird vermisst. Ich muss es von irgendwo anders öffnen. Madoka. Ich habe so ein ganz böses Gefühl, dass das eine Falle ist. Ganz, ganz böses. Ich speichere. Ich bin so paranoid. Das, oh Mann, ich bin so ein Waschlappen, aber es geht schon wieder los, Project Zero, und mir fällt der Schauer über den Rücken. Ja, weg da. Ja, weg. Ich will hier nicht sein. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich brauche eine Kamera Obscura und alles und. Ach, warum nehme ich das zu so später Stunde auf? Ich bin doch auch irgendwie selbst schuld daran. Jetzt ist es auf einmal offen. Ja. Will ich da rein eigentlich nicht? Ich kann mir auch ein anderes Ausstellungsstück von der Kammer Obscura nehmen, oder? Kunihiko Asumu-See. War hier zuvor Madoka? Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe oder nur gedacht
Dach, da liegt eine Kamera am Boden. Aber das Kleid hier von, kann dir nicht mal deinen Kopf angucken. Von, wie hieß das mal, Ruka? Ja, erstmal das Falsche drücken, das war ja auch unglaublich intelligent. Genau, Ruka. Das Kleid von Ruka gefällt mir. Aber generell das ganze Outfit. Da ist eine Kamera am Boden. Nimm sie. Willst du sie nicht nehmen? Das ist eine Mega-Kamera, die alles platt machen kann. Was war denn das gerade? Okay, das ist komisch. Wenn man mal hoffen, dass dir kein Geist unterm Rock guckt. Dr. Ossos Notiz. Der Staub stapelt sich auf den zerfallenen Notizbuch. Nee, stapelt sich. Wiped off, ich bin doch so dumm. Der Staub wurde von dem verfallenen Notizbuch abgewischt. So als ob es vor kurzem jemand berührt hätte. Wiped off heißt ja wegwischen. Warum übersetze ich das so doof? Rugetsu Island. Historisch bekannt als die Insel, die am nächsten der Unterwelt ist. Er wurde lange Zeit gefürchtet. Wie auch immer, die Zeiten haben sich geändert. Archipelago. Was? Archipelago. Das Rugetsu-Archipel. Ich glaube, das heißt so. Seems no longer to be the kind of place that's closed of the earth. Sieht nicht. Ist nicht länger ein Ort, der nahe an den ja, Outsidern ist. Outsider, ich glaube, das sollen so eine Art, ich glaube, das ist ein anderes Wort für Geister oder Toten oder so sein. Und so als Outsider, ja, ich weiß, es das heißt Außenseiter, wenn man es eins zu eins übersetzt, aber das wird so keinen Sinn ergeben. Ich glaube, das soll eine Insel der Toten oder so sein. Klingt ja schon mal interessant und nett, dass ich ausgerechnet auf einer Insel der Toten strande. Wie strande ich mir ja freiwillig hier? Ach, egal. Monster was some kind of great disaster that destroys the island, but it has started to recover. Ja, einst gab es ein großes Unglück, das die Insel zerstört hat, aber jetzt fängt sie sich langsam an zu erholen. Instead of disliking an unusual person like me, they introduce me to the valuable culturari Rugetsu. Und sofort für eine Person wie mich, die für eine unüblicher Person wie mich, die das nicht mag, wurde ich introduced, vorgestellt. Haben Sie mir das Rugetsu Kulturfestival vorgestellt? Das Kagura-Ritual und die und the Islands, many beautiful cloud moon carvings. Achso, und die vielen schönen Wolkenmondhöhlen. Okay. Oder ich übersetze das gerade falsch. Bei Cloud, nee, bewölkten Mondhöhlen. So. I seem to be welcomed by the islanders to the point where I began to overwhelm me. Es sieht fast so aus, als ob ich von den Inselbewohnern willkommen geheißen werde. Und an einem Punkt schien sie, begann sie mich zu, weiß ich nicht, verehren. I came to this island to search for material for my camera, specific to this island's religion. Ja, ich kam auf diese Insel, weil ich nach Material für meine Kamera suchte. Speziell auch wegen dieser Inselregion. Sorry. On Rugetsu Island, the moon is considered, ja, auf Rugetsu Island ist der Mond ein religiöses Objekt.
The island, when the moon is inside the sun. Auf der Insel, wenn der Mond im Innern der Sonne ist. Moment. On the island, when the moon is inside the sun, as with an eclipse, memory and personality. And consequently, the soul are really, really. Ich bin dumm. Relieved. Relieved. Nee. Revealed. Revealed. Nicht relieved. Ja, auf der Insel, mit der Mond im Innern der Sonne, es entsteht eine Eclipse, eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis. Ja, Gedanken, Memory, Gedächtnis, das war's. Gedächtnis und Personalität und consequently, Konsequenz, nee. Die Seelen entkommen. Weiß ich nicht, oh Mann, ich bin so lame. Sorry, echt, mein Englisch ist kacke. Ich glaube, ich muss das in jedem Part sagen. It is tough that the soul remains even after the body is gone. The other world. And that the moon in the doorway to this other world. Es ist bekannt, dass die Seele den Körper verlässt und in die andere Welt übergeht. Und dass der Mond eine Eingangstür zur anderen Welt ist. The moon is certainly a symbol of the other world. Ja, der Mond ist das Symbol der anderen Welt. The souls of the dead returns to the island during the Kagura Dance. And this is the main function of the island mass. Ja, die Seelen der Toten kehren auf diese Insel zurück, um den Kagura-Tanz vorzuführen. Das ist die Hauptfunktion der Inselmasken. Die Seelen der Toten sind aber nicht wir, oder? Shrine maids wear masks during the ritual, and it's believed that at this time the moon makes contact between this world and the world of the dead. Die Schreinpriesterinnen tragen Masken während des Rituals und es wird geglaubt, dass zu dieser Zeit der Mond den Kontakt zwischen dieser und der Welt der Toten herstellt. Aber schon wieder so ein krankes Ritual, das können wir ja schon von den anderen Projects urteilen. Und jetzt hat was mit Masken zu tun. Ich finde Masken unheimlich, weil man dadurch den Gesichtsausdruck desjenigen, der die Maske trägt, nicht erkennt. Wirkt total emotionslos. A mask connects to the other world. Eine Maske stellt den Kontakt zur anderen Welt her. There's more than one variety of masks on the island. Es gibt mehr als nur eine Variante von Masken auf dieser Insel. Various types are used. Ja, verschiedene Typen werden benutzt. By examining these masks, I will thoroughly make great advance into my research of the other world. Wenn ich diese Masken ausfindig machen könnte, dann würde ich meine Nachforschung über, werde ich, würde ich große Fortschritte an der Nachforschungen der anderen Welt machen. So, wie gesagt, tut mir wirklich leid, dass mein Englisch so dumm ist. Ja, die habe ich vorhin schon gesehen. Und die hätte ich ganz gern. Sieht wie eine alte Kamera aus. Das ist die Kamera obscura von Not Notizbuch. Madokas Memo. Ja, Madoka hat uns wieder was hinterlassen. Rogetsu Hall ist just past here. Ja, die Rogetsu Hall ist. Rogetsu Hall ist direkt hier. Since I came back to the island, my business has gotten worse. Seitdem ich wieder auf die Insel gekommen bin, meine. Dizzy. Was heißt denn Dizzy? Benebelt eigentlich, glaube ich. Ne, meine. Gedächtnisschwund wahrscheinlich. Mein Gedächtnisschwund wurde schlimmer.
Die Luft bewegt sich nicht. Es schmerzt zu atmen. Ist das der Scant? Ist das Scant of this place? Das ist die. Was heißt denn Scant? Ist das die Gegenwart dieses Ortes? Until now, things like scents and music made me remember the things I had forgotten. Ja, die Umgebung und die Musik hier erinnern mich an Dinge, die ich bereits vergessen hatte. Like the time when Ruka told me, listen to the song she made. An die Zeit, an der Ruka mich daran erinnerte. Nee, an die Zeit, an der Ruka mir sagte, dass ich auf die, auf, dass ich auf die, dass ich auf das Lied hören soll, das sie gemacht hat. All true, I remember some things, there aren't clear. Sagte ich dasselbe und das E wie ein K. Things like a sense of touch or pain. These words are just too vague. Aber ich erinnere mich auch an Dinge, die nicht so klar sind. An. Es ist wie ein. Wie eine Berührung oder ein Schmerz. Diese Worte sind zu vage? Nee, oder? But this time is different. From deep within me. A huge dark mass is going to come out. Aber dieses Mal ist es anders. Von der Tiefe in mir. Eine große, dunkle Masse kommt aus mir raus. Someday I'll break through my mind. Eines Tages wird es, ja, hier würde es stehen, würde meine Gedanken brechen, aber eigentlich heißt es sowas wie, ja, die Gedanken einnehmen. Oder einen Verstand einnehmen. Das wäre. Wie kann man das erklären? So wie bei Jin Kazama und seinem Teufelsgehen, weil der trägt das Teufelsgehen in sich und versucht es zu unterdrücken. Aber irgend, also es kann ja auch vorkommen, dass das Teufelsgehen seine Gedanken übermannt und seinen Körper in Besitz nimmt, wodurch er dann zu Devil Jin wird. Ich glaube, so ähnlich passiert das hier auch, nur eben ohne Teufelsgehen, sondern einfach nur mit Gedankengang. At least it will be fine if I wait until Ruka gets here as well. Aber zum Schluss, es wird wohl in Ordnung sein, wenn ich hier warte, bis Ruka zu mir kommt. Eigentlich will ich dem Geist nicht hinterher. Filament. Ghostfilament. Ach so, das ist. Das zeigt mir, wo ein Geist ist, oder wie? Ah. Rot, wenn es aggressiv ist. Blau, wenn es nicht aggressiv ist. Na, das habe ich schon gesehen. Das ist für Items, alles klar. Das sieht man da rechts. Wie wird das andere jetzt angezeigt? Kommt das automatisch? Ich komme jetzt gar nicht mehr rein. Es öffnet sich nicht. Ich habe den Schlüssel nicht. Kamera Obscura reagiert. Und ich sehe es da schon. Vielleicht, wenn ich ein Foto schieße, wird was passieren. Hint-Fotos. Ja, das ist dasselbe, wie man auch von den anderen Project Zero-Teilen auch schon kennt. Wir fotografieren das, dann wird wahrscheinlich ein anderer Ort angezeigt, wo wir hin müssen und ein weiteres Foto schießen. Und dann geht dieser Zauber hier weg. Nehme ich zumindest stark an. Oh.
Ah, da muss ich aber nahe dran. Etwas ist erschienen. Dekorative Masken. Das sind Jahrhunderte von dem Haus. Fünf Masken hängen an der Wand. Na gut, fünf Masken habe ich bisher noch nicht irgendwo an der Wand gesehen. Ah, das wird mir auch angezeigt. Perfekt. Oh Mann, die Paarzahl ist schon. Ich sehe die Hand. Na geil. Ah! Was zum? Hilfe! Ja, super klasse. Wie mache ich denn das? Wie habe ich denn das da eingestellt? Gut, ich weiß nicht, wie ich das eingestellt habe. Moment. Ja, gut. Geil, ich bin gestorben. Weil ich nicht weiß, wie ich das angestellt habe. Na, ja, das kann ja ein lustiges Let's Play werden. Das sieht aber geil aus. Alles klar, dann muss ich mir was überlegen. Dann muss ich mir was überlegen. Toll, der erste Geist hat mich gekillt. Alles klar, jetzt bin ich hier wieder, aber. Und kann ich von hier aus auch Return to Title? Nee. Naja, egal. Dann beende ich hier erstmal und werde schauen, ob ich das irgendwie korrigieren kann. Das war Project Zero 4, Mask of the Lunar Eclipse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.